Ja, hallo und herzlich willkommen noch einmal zu Folge 25 von Let's Play City Skylines. Ich habe ein bisschen verkackt, ich habe 27 Minuten eigentlich mit relativ viel Content schwarzen Bildschirm aufgenommen, weil ich ja auch Forest Village mittlerweile Let's Play und ich die Einstellung für die Aufnahme von Forest Village drin hatte und einfach nur auf Aufnehmen gedrückt habe, ohne es zu überprüfen, ob ich auch das richtige Spiel aufnehme. Das hier ist neu, das sogenannte Middle District mit der Sports Arena, der Grand Mall, dem Transport Tower und dann dem Space Elevator. Außerdem gibt es jetzt hier das Opernhaus und hier das Museum für moderne Kunst. Alles Bedingungen für den Space Elevator gewesen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, was der macht. Habe ich mich nämlich zuerst gefragt. Der Hadron Collider, ja, von letzter Folge, der kümmert sich in der Tat um unsere Bildungsneeds. Wir haben nämlich jetzt Kapazität für 1 Million Schüler von jeder Sorte. Ich habe auch einen Erfolg bekommen, dass unsere Stadt jetzt besonders gebildet ist. Die Bildung ist nämlich richtig krass nach oben gesprungen. Im Schnitt haben unsere Bürger jetzt 2,7 Bildungslevels, sprich die sind fast alle highly educated. Und der Space Elevator, der empfängt Touristen aus dem All. Und zwar viele. Das macht der. Ja. Ist vielleicht ein bisschen verrückt. Aber läuft. Okay, so, das ist das. Nee, Moment. Und zwar möchte ich ja jetzt die Station zwischendrin anfahren. Und dann natürlich die noch zwischendrin anfahren. Genau. Dann macht das hier so ein Loop. Loop around. So. Und dann brauchen wir den Stop aber eigentlich kein zweites Mal. Dann müsste es passen. Ja. Genau, aber ich will irgendwie diesen Space Elevator natürlich auch anschließen. Also man kommt aus dem raus. An welcher Straße steht der denn überhaupt? Also wo ist der Ein- und Ausgang? Bestimmt hier vorne. Hier kommen zumindest Autos vorne raus. Ja, und Menschen auch. Okay, dann bringt die U-Bahn-Station da natürlich herzlich wenig. Die hätte hier hingemusst. Also U-Bahn-Station. Und zwar im Prinzip hier auf die Ecke möglichst. Aber hier gegenüber ist sicher auch okay. Okay, dann mach ich nochmal Päuschen. Kill den Tunnel. Mach den stattdessen dorthin. Und von hier. Ja. No. Nein. Ach man, no.
Och. Das ist schlimm. Oh, okay. So einfach hätte es sein können. Und hier noch ein Stop. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen lang für gebraucht habe. Jetzt haben wir es aber ja. Wir haben eine Metrostation am Space Elevator und wir haben auch noch eine Metrostation irgendwo random an hier an der Hauptstraße. Also, ja, nennen wir sie einfach die Metrostation Transport Tower, ne? Sie ist natürlich nicht random, sie ist total nützlich. Ihr wisst alle, wie nützlich sie ist. Ja. Die Bevölkerungszahl sinkt und sinkt. Die war 110.000, als ich vorhin die Folge 25 aufgenommen habe. Und jetzt, wo ich sie schon wieder aufnehme, ist sie inzwischen schon unter 107.000. Da hatte ich nämlich noch gedacht, da müsste man ja mal dahinter sich klemmen, woran das wohl liegen könnte. Und was ich auf jeden Fall sehe, und das ist natürlich großer Mist, sind diese Symbole für tote Menschen. Das ist tatsächlich etwas, was mir in City Skylines peinlicherweise regelmäßig passiert. Nämlich, ich habe nicht genug Leichenbestatter und Krematorien und dann liegen irgendwo tote Menschen rum und die anderen noch lebenden Menschen beschweren sich sozusagen zu Recht über den Gestank von den Leichen und ziehen aus. Und ich habe fast den Eindruck, nachdem ich das so lange vermieden hatte, dass das gerade hier, oh Scheiße, gerade hier auch passiert. Ja. Ich glaube, wenn ich diesen Eindruck habe, liege ich richtig. Schaut es euch an. Hier gibt es ja fast nirgendwo Leichenbestatter. Ja, so. Eigentlich nirgendwo. Hab ich einfach überall vergessen. Und dann hat man halt den Salat. Genau, das Middle District kann bestimmt auch einen gebrauchen. Vermutlich sagt das auch zu einem zweiten nicht nein. Hier gibt es auch keinen im Übrigen. Also selbst in so einem Industriegebiet kann man ruhig einen Leichenbestatter irgendwo haben. Wer weiß, wenn meiner auf der Arbeit stirbt. Kann alles passieren. So, ich bin gerade total konzentriert hier am Nachdenken, wo überall diese Mistleichenbestatter hin müssen.
Aber ich hab's ja bald. Zu viele kann man davon fast nicht haben. Okay. Dann wollen wir erstmal sehen, denn der Verkehrsfluss ist ja an sich halbwegs in Ordnung. Also müssen es eigentlich einfach nur zu wenige gewesen sein. Das ist Gesundheit, genau. Um Tote kümmern. So, 849 Tote, Kapazität um 4700 davon zu verbrennen. Das ist natürlich genug. Ja. Wir werden sehen, ob die jetzt abgeholt werden. Eieiei. Fast in jedem Haus. Also, man darf sich dann nicht wundern, wenn die anderen Überlebenden dann ausziehen. Sieben von sieben werden benutzt, ja. Das wird überall so sein. Von daher baue ich mal sogar noch einen. Was kostet eigentlich jeder davon an Unterhalt? Holy shit, 720. Da sollte man ja eigentlich nicht viel zu viele davon machen. Ja, aber ihr seht, wie sie Totenköpfe nach und nach verschwinden. Also die Leichen werden tatsächlich jetzt abgeholt. Endlich. Das hilft dann hoffentlich auch mal, ne? Mhm. Ach krass, sogar hier im Gammelwohngebiet gibt es jetzt Hochhäuser. Witzig. Na gut, wahrscheinlich, weil das hier kein Gammelwohngebiet ist und sie so ein bisschen so am Rand sind und die Services noch so mitkriegen. Denn an sich müsste denen hier das ein oder andere fehlen zu Level 5. Ja. Ore Industry was the right choice. Nice. Scheint auch ganz gut zu laufen. Gibt ja jede Menge. Gibt auf jeden Fall noch Bedarf an mehr Gewerbegebiet, das ist schon heftig, wenn man sich das überlegt. Gut, noch geiler als hier kann man das eigentlich verkehrsmäßig nicht anbinden, ne? Ich habe den Space Elevator, ich habe, ja gut, man könnte einen Flughafen haben oder einen Hafen, aber ich habe den Bahnhof, ich habe die Autobahn, den Space Elevator und die Metro und die Busse. Also, läuft, wie ich finde. Achso, jetzt nutzt natürlich keiner mehr diese Straße, um zur Autobahn zu fahren. Sondern jetzt nutzen die das hier. Ist die Frage, ob das nachteilig ist. Also hier staut es sich immerhin jetzt zurück. Warum eigentlich? Achso, weil hier eine Ampel ist. Ja. Ja. Okay, dann ändere ich das mal. Und zwar wird dann das hier eine Einbahnstraße in die Richtung. Und das hier kommt dann weg. Stattdessen gibt es dann von hier eine Straße und dann wird natürlich das auch eine Einbahnstraße, aber genau in die Richtung. Dann ist das auch Einbahnstraße und das immer noch. Das auch, das auch. Ja, die Richtung stimmt.
Die Autobahnabfahrt kann sogar bleiben. Dann kann man nämlich hier ins Industriegebiet fahren von da aus. Das ist schon in Ordnung. Genau, aber man muss dann natürlich noch aus der Richtung irgendwie da drauf kommen. Da hilft ja dann eigentlich nur eins. Eine Brücke. Das Stück natürlich umdrehen und dann, ach krass, ja, läuft. So, noch gucken, ob das jetzt hilft. Ne, es ist ja immer noch eine Ampel. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann, wenn ich das hier abbilden würde, keine Ampel mehr wäre. Ah doch, es ist immer noch eine. Machen wir Trick 17. Wir sorgen einfach dafür, dass es Platz gibt. Oh, ups. Platz gibt, wo die ganzen Autos stehen können. Weil wenn die hier zweispurig stehen können oder fahren können, tun die das vermutlich auch? Jo. Das können wir aus der anderen Richtung eigentlich auch machen. Das letzte Stück hier zumindest. Jo, war ich schon noch da. Ja, und jetzt haben die einfach mehr Platz, um sich zurückzustauen, sodass die Autobahn weiterläuft. Würde ich denken, dass das helfen sollte. Okay. Tja, also jetzt habe ich euch wenigstens vorstellen können, was ich aufgenommen hatte oder was ich gebaut hatte, vielmehr als ich aufgenommen habe. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen geknickt bin davon. Auch muss ich zugeben, dass ich da so verkackt habe. Und ja, jetzt habe ich das hier noch leicht verbessert, aber es wäre natürlich cooler gewesen, wenn ihr dabei gewesen wärt, als ich das alles gebaut habe. Und ja, jetzt gucken wir nochmal gerade, ob das hier besser geworden ist mit der Entsorgung von verwiesenden ehemaligen Einwohnern. Und ja, es geht, ne? Könnte man vielleicht, also diese Einbahnstraßengeschichte,
ist dafür halt schon denkbar schlecht. Was man aber natürlich locker machen kann. Sind immer eigentlich Straßen von der Einbahnstraße weg. Weil dann ja es überhaupt keinen Grund zu einer Kreuzung oder so gibt. Kann also eigentlich nichts schief gehen. Genau. Dann gibt es halt mehr Wege, wo die abbiegen können und dann müsste insgesamt der Verkehrsfluss ein bisschen flotter sein. Das ist eigentlich alles. So, und hier machen die schon ein bisschen mehr Sinn, weil die dann wenigstens auch nach hier überall hinfahren können und nicht nur die Einbahnstraße nehmen. Okay. Ja, ich hoffe, das hilft. Weil ich habe halt beobachtet, dass hier immer noch so einfach aufgrund der Einbahnstraßenproblematik vermutlich ein paar tote Leichen rumliegen. Hier gibt es eine. Ich meine, es wird immer wieder mal welche geben, vereinzelt irgendwo, aber dann muss halt der Leichenwagen direkt ausrücken und die abholen. Ja, Bevölkerungszahl erholt sich, also habe tatsächlich erstaunlich schnell rausgefunden, was das Problem war. Vermutlich, weil ich das schon häufiger hatte beim Cities Skylines Spielen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines in Quakenbüttel. Mit nunmehr über 100.000 Einwohnern, einem Aufzug ins Weltall und irgendeiner Form von Teilchen-Kollisionsmaschine, die 1 Million Sims Universitätsbildung beschert. Jetzt habe ich die armen Leute in Cities Skylines Sims genannt. Naja, da müssen sie durch. Sie sind auch simuliert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.